Willkommen zurück zu Poképark Weir. Ich hatte beim letzten Mal noch gesagt, dass wir beim nächsten Mal Haspiro machen und ja, hat sich jetzt so ergeben, ist noch derselbe Tag. Deswegen kann ich mich da jetzt noch dran erinnern. Ich habe bloß vergessen, wo Haspiro ist. Hier. Haben wir Mobile auch schon? Ja. Vielleicht tauchen manche Pokémon auch erst noch auf, aber ich bin sicher, Saft, dann haben wir irgendwo übersehen hier. Kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen. Ja, beim letzten Mal haben wir unsere Fähigkeiten ein bisschen gelevelt und das hat man auch gerade schon wirklich gut sehen können, wie viel schneller wir sind. So, nächste Regenbogenfreundschaft, denke ich. Warte mal, die hat mir gar keine Beeren gegeben. Wieso war trotzdem auf Regenbogen? Okay. Wegen Plaudergelb, ich hatte keine Ahnung, aber ich glaube, es war der letzte, den man auf Rainbow bekommt. Da bin ich gerade etwas planlos, ob das wirklich so ist. Nein? Wo ist ein Plaudergeil? Ach, war der nicht beim Treffpunkt? Kann sich auch mit dir anfreunden? Ja, haben wir noch nicht gemacht. Hast du schon mal rote oder goldene Beeren gesehen? Eine rote Beere ist fünfmal so lecker wie eine grüne Beere. Eine goldene ist sogar zehnmal so köstlich. Hey, wie wär's mit einer Partie Fang? Versuch's mich zu fangen, ob dir das wohl gelingt? Ja, wenn du fliegst, kaum. Naja. Joa. Das war interessant. Ich habe halt immer noch keine Ahnung, wo Saft kommen soll. Vielleicht spawnt er jetzt erst. Ja? Das klingt gut. Ich glaube, es spawnt die. Ne, es spawnt anscheinend keiner. Cool. Ja, ich hab's gecheckt, Starly. Wir wollen gleich Regenbogen haben bei dir. Ach, man kann auch im Sprung die fangen. Okay, das wusste ich nicht. Es war gerade zufällig, dass das passiert ist. Naja, so, nächsten auf Regenbogen. Luturzel hatten wir schon gesprochen, oder? Ah, haben wir auch noch nicht. Müssen wir nur an Luturzel finden, was spielen will. Ja. Sehr schön. Inzwischen haben wir ja auch 3 KP Leisten, von dem her geht es ganz gut. Auch wenn leider unsere Stärke nicht erhöht wird. Ich dachte, man könnte auch den Angriff erhöhen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen sad, dass es nicht so ist bisher, aber. Ja, wow. Naja, kann man nichts machen. Ist egal. Einfach klasse, lass uns mal wieder miteinander kämpfen. Wie genau sieht es jetzt aus? Gekabor ist noch nicht. Wo ist Gekabor? Wir wollen natürlich heute mit Gyarados sprechen, aber. Wo genau ist Gekabor? Das würde mich jetzt auch noch ganz kurz interessieren, aber ich glaube, der ist hier nicht. Dann steht nur noch Mobile und den haben wir, glaube ich. Mobile. Mobile haben wir. Okay, Glibunkel fehlt allerdings auch noch. Keine Ahnung, wo sich Gekabor niedergelassen hat. Hatten wir. Ja, ich glaube, wegen Verstecken hatten wir den auch schon. Aber die Tag müssten wir auch schon haben. Wo steht Gekabor? Hier! Spielverbot wird wieder aufgehoben, aber dich jetzt plötzlich darum zu bitten, mich bei dir mitspielen zu lassen, wäre wohl doch ein bisschen unverschämt von mir, oder? Du möchtest mit mir Fang spielen? Ja. Gut, auf los geht's los, komm und fang mich. Okay. Der Gekabor wird schon nicht so flink sein, der ist schon etwas flinker, aber nicht flink genug. Im Gekabor hat's mich überrascht, wie schnell der ist. Ich glaube, Gebeidro ist auch nicht gerade so langsam.
Vielleicht hat er jetzt Reptane sogar noch mehr Geschwindigkeit. Müssen wir ein bisschen aufpassen, falls wir mal Reptane begegnen sollten. Joa, das waren jetzt ein paar von denen, die ich machen wollte. Wir könnten noch kurz zu Glibunke gehen, aber danach machen wir wirklich mit der Story weiter. Glibunke? Die Zone ist einfach viel zu idyllisch. Seit ich hier bin, ist mein Gespür für Kämpfe etwas eingeschlafen. Ja, wir wollen kämpfen. 3 KP-Balken, okay. Was hatten wir für Angriff? Er hat einen Fernkampfangriff, okay. Sehr schön. Ich glaube, wir sind damit so gut wie durch mit der grünen Zone. Da ist noch irgendwas, was ich anscheinend übersehen habe. Aber naja. Irgendwo werde ich anscheinend einen Safkon oder so übersehen haben, denke ich. Ich habe bloß keine Ahnung, wo der ist, weil hier scheint ja nichts zu sein. Den Baum hier kann ich, glaube ich, auch nicht anrempeln. Ist eine Beere auf der anderen Seite runtergefallen? Ah, hier. Okay, dann lass das gut sein. Das ist Pizzas Haus. Vielleicht war auf der Hinterseite jetzt noch irgendwas, aber ich hatte es euch gesagt, ich will jetzt mit der Story weiter machen. Dann machen wir das jetzt auch. Wir sind jetzt schon seit 6 Minuten drin. Ja, Pike hat immer noch nicht geantwortet. Irgendwas die Scheiße soll. Ich glaube, er hat geantwortet. Heute kann er nicht, cool. Ja, sehr schön. Habe ich einmal einen freien Tag und dann geht's nicht. Naja, kann man nichts machen. Dann ist es eben so. Einzige, was mich stört, ist halt, wenn man hier... ja. Wenn man so lange braucht, um zu schreiben, dass es nicht geht, ne? Das geht mir bis auf den Sack. Ja, wie auch immer. Wir machen hier weiter bei Pokepark. Wo genau ist ein Gyarados? Den müssen wir ja anscheinend finden. Jetzt, wo die ganzen Brücken gebaut sind, sieht das Ganze auch schon viel erreichbarer aus hier. Kann ich mich mit dir nochmal mehr anfreunden? Ah, ne. Ja, ich kann Lapras fragen, aber ich glaube, ich muss mich erstmal um Gyarados kümmern, oder nicht? Kurasan habe ich auch schon. Ach, mit dem war das Ratespiel, genau. Ist aber keine rote Beere, wie es gerade gesagt wurde. Ja, diese Beere ist orange, oder bin ich farbenblind? Prüfen? Bestandverstreuten Flaschen gehören hier hinein. Ich sehe hier keine Flaschen, außer Gyarados. Ah, hier. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal da rein. Vielleicht kommen dann Pokémon, weil die mögen, dass ich hier das Gewässer ein bisschen gereinigt habe. Ah, hier ist auch noch eine. Du hast 2 Liegestühle und einen Tisch als Geschenk erhalten. Was? Okay. Du hast einen Sonnenschirm als Geschenk erhalten. Okay. Ah, wusste ich's doch. Krabi. Der ist da hinten. Er hat keinen Bock, jetzt dahinter zu gehen. Egal, lassen wir's. Gehen wir zu Gyarados. Bist du ein Splitter, sagst du? Ah, diese funkelnden Stücke. So etwas besitze ich in der Tat. Welchen Nutzen hat dieses Ding überhaupt? Aber darüber möchte ich ohnehin nicht sprechen. Von nun an bin ich der neue Zonenmeister. In Kürze werde ich Bisafur und Lorak besiegt und den gesamten Pokepark in meine Gewalt gebracht haben. Ist der bloße Gedanke daran nicht einfach wunderbar? Was?
Legato hat dich damit beauftragt, mich aufzuhalten. Vielleicht, wenn ich die traute, mir selbst gegenüberzutreten, dessen schickt er jemanden wie dich. Du hast vielleicht viele Freunde, denn viele Freunde zu haben, ist auch eine Stärke, wenn du mich fragst. Oh, du hast in der Tat viele Freunde, hör mir gut zu. Wenn du oder einer deiner Freunde bei meinem Spiel gewinnt, bleib dem Podium weiter im Zone Meister der Strandzone. Außerdem werde ich dir einen Christmas-Schwitter geben. Alles verstanden? Zuallererst musst du aber das Spiel gewinnen. Nötigst 10 Bären, um an meinem Bogenflitz teilnehmen zu können. Bist du bereit? Jo. Das ist die richtige Einstellung. Hier entlang. Schwimme so schnell du kannst ins Ziel am Ende des Wasserparcours. Los schwimmst du los, mit 2 beschleunigst du. In die Fernbedienung nach links oder rechts, um Kurven zu nehmen. Durch die Mitte der Turbo flankt für einen sofortigen Temposchub. Legst du Kanivania oder Taido, bist du besser auf der Route, denn jede Kollision mit ihnen bremst dich aus. Sobald das Ziel erscheint, gilt es zum Endspurt anzusetzen. Gib nochmal alles. Muss ich spammen oder wie? Ja, wir hatten bisher mit Boylin gesprochen und der wollte das Ganze machen, deswegen nehmen wir ihn auch mit. Das bockt sich, das Spiel. Gibt's bestimmt auch Charakter mit einer schlechteren Lenkung, aber ich glaube, Boylin ist hier perfekt. Das war einwandfrei. Geil. Okay, ein paar Sekunden hätten wir uns sogar noch erlauben können. Geil, das Spiel bockt sich. Mal wieder. Ich weiß nicht wieso, aber mir gefällt der Charme der Minispiele hier sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass du in der Lage wärst, mein Spiel zu meistern. Lange sich Typen wie du und deine Freunde an meinem Spiel versuchen, wird mir nicht langweilig. Selbst wenn ich nicht zum Meister werden sollte, hier ist der versprochene Funke der Prismenspieler. Nimm ihn! Für die Garados-Stimme wird gesuggiert. Wird ein bisschen bedrohlicher erhofft. Übrigens, was hat damit zu euch, diese Prismenspieler? Was? Mew hat dich in einem Traum darum gebeten? Ich verstehe, als der Pokepark in großer Gefahr schwebte, dachte ich wieder einmal nur an mich selbst. Ach, wie selbsttätig ich doch bin, mir reicht's. Ich gebe auf. Ich bin die Strandzone leid. Ich lasse im Pergato ruhig aus. Okay, sehr schön. Oder bist du. Ja, komm. Wir haben jetzt einen weiteren Prismenspieler. Sehr geil. Jetzt will ich nochmal an dem Spiel teilnehmen. Ja. Wie viel können euch an dem Spiel teilnehmen? Ich meine, es gibt sehr viele Wasser-Pokémon. Jetzt gar nicht so drauf geachtet, wer da alles teilnehmen kann. Aber nicht so viele, okay. Längst die komplette Plinferlein. Über die man was geschafft. Ich will mal einen nehmen, von dem man ein bisschen weniger erwartet. Ja, komm, gehen wir direkt mit dem langsamsten rein. Jetzt hatten wir einen der schnellsten, so ein bisschen, dann nehmen wir jetzt einen der langsamsten. So, ich junge Fleckmon. Er lässt sich gut lenken, aber ist eher langsam, ich merke schon. Oh, Heido. Ja, ich hab's verstanden, Frau Heido. Nein! Los! Los, Fleckmon! Okay. So spielt sie es also mit dem langsamsten. Ja, trotzdem gut machbar, das Spiel. Ja, einmal machen wir noch für die Bären. Und dann nehmen wir gleich den zweitlangsamsten. Dann haben wir es hinter uns mit denen. Er wird später sehr viel angenehmer. Ja, wir kommen aber auch langsam an einem Punkt an, an dem die älteren Spiele fast mit jedem machbar sind. Ne? Es gibt natürlich noch Codes, die werde ich dann zum Ende verwenden. Da tauchen Legendäre auf, die man dann in Spielen irgendwie verwenden kann. Zumindest hatte ich das so mal gesehen. Da muss ich nach den Codes noch suchen, aber
Ich denke nicht, dass das ein Problem sein wird. Die wurden bisher, glaube ich, nur einmal von Shuhairo oder Kanivania erwischt. Okay, auch das war machbar. Ja, Glückwunsch, Azure. Ja, reicht, denke ich. Es gibt sowieso nicht so viele Charakter, die an diesem Spiel teilnehmen können. Von dem her sparen wir uns da einfach noch ein bisschen was für die Abwechslung. Komm bald wieder. Okay. Was mit Waylord? Kann man den jetzt befreunden? Kann ich dich schon? Ja. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber auf dich habe ich Bock. So, zur Zeit werden viele Flaschen an den Schrank gespielt. Ob das so wenig mit Zeit zusammenhängt. Also, nicht und wie viele Flaschen du findest in den Altglas-Container auf der Insel Bogara, was sich befindet. Ja, ich sehe hier bloß keine Flaschen. Was ist da hinten? Da hinten ist aber eine. Okay, keine Ahnung, ob ich Hydrobi jetzt schon gemacht habe. Ich glaube eigentlich schon. Ah, hier sind zwei. Ja, okay, aber der Tisch ist noch da, also. Dann schalten wir da wohl noch mehr frei als nur Krabi. Und so wie es Waylord sagt, glaube ich ehrlich gesagt, dass wir hier Waylord bekommen. Okay. Sonnenschirm. Ist die andere Flasche? Ja. Ja, du musst das Ding auch nehmen. Cool. Hey dort? Hey, Krebskorps, gleich kommt die nächste Krabbe. Geht nur noch Mr. Krabs. Ich hab bloß keine Ahnung, wo der gespawnt ist. Ja, bei der Batterie dort? Oh ja. Ahoi, leben kann ich überall, doch im Schmutz auf keinen Fall, ahoi. Ahoi, ahoi, lass uns kämpfen. Warum sagt ihr die ganze Zeit ahoi? Ahoi, bist du bereit? Nur so zwei Lebensleisten, das sieht nicht gut für dich aus. Endlich haben wir mal mehr Lebensleisten als der Gegner. Super. Ja. Ahoi, das war lustig. Du kannst mein Freund sein. Ich werde einem von dir berichten. Alle Krebskorps des Poképarks sind von nun an deine Freunde. Je. Krebskorps. Jetzt hat er drei Lebensleisten. Yes, da ist noch eine Flasche. Oder ist sie jetzt nur wegen dem Kampf wieder gespawnt? Nicht das Gefühl, die Welt ist besser anders, wenn man im Kampf ist. Ne, da ist tatsächlich eine Flasche. Okay. Die hätte ich schon von hinten irgendwie reinschmeißen können, okay. Du hast ein Zelt als Geschenk erhalten. Yeah. Ich freue mich ja sehr über ein Zelt. Ach, keine Ahnung. Die werden wahrscheinlich noch überall irgendwo Flaschen sein, aber. Muss jetzt nicht alles abgesucht werden. Sein, ich sehe jetzt noch irgendwo eine aus irgendeinem Grund rumstehen. Aber es sieht nicht danach aus, die werden wahrscheinlich auch alle eher in der Nähe sein. Aber scheint ja eine größere Sache hier zu sein. Garados ist begriffen, er mag zwar eigensinnig und ungeduldig sein, aber eigentlich ist er doch ganz nett. Als er eines Tages davon zu prahlen begann, dass er der nächste Zonenmeister werde, dachte ich schon, er hätte etwas Schlechtes gegessen, aber jetzt ist alles wieder im Lot. Als Dank für deine Hilfe zermalme ich den Felsen für dich. Geh beiseite, es ist nicht ganz ungefährlich.
auf und spannt mit einer Wasserattacke den Stein gekillt, gell. Zum Glück hat er der Stein nicht Robustheit. Vielen Dank. Geht bald weiter. Was genau ist da drüben? Pikachu, ich dachte, ich hätte ein lautes Geräusch gehört. Ausgezeichnet, Impagato hat den Felsen für dich zertrümmert. Hm, was ist das? Das Lapras. Ein abgestürzter Ballon. Ich habe euch noch nie gesehen. Das dort ist ein Heißluftballon, mit dem man durch die Lüfte fliegen kann. Es ist aber luftleer und kann nicht verwendet werden. Phänomenal, ein Fortbewegungsmittel für die Lüfte. Ich werde diesen Heißluftballon für dich zum Treffpunkt schaffen und reparieren. Wenn er erst wieder flugtauglich ist, wird er dir bei der Suche nach Glumanda und beim Einsammeln der Prismensplitter von großem Nutzen sein. Allein kann diesen Heißluftballon aber unmöglich tragen, weshalb ich jemanden stärkeren finden muss, der mir dabei helfen kann. Du gehst jetzt in die Eiszone, ich war. Pass auf dich auf und bis später. Okay, ciao, Blinfe. Sonst ist hier nichts. Imagine, hier wäre eine Flasche. Okay, anscheinend kann ich hier nicht durchlaufen. Cool. Das ist ein Pikachu-Ballon, ne? Ja, zufällig liegt hier ein Ballon mit einem Pikachu-Design rum. Okay. Egal, wir gehen in die Eiszone. Möchtest du Empoleon treffen? Nun, ich kann dich zwar bis zur Eiszone mitnehmen, aber ob du ihm dort begegnen kannst, weiß ich nicht. Empoleon ist momentan recht verschlossen und lebt sehr zurückgezogen. Ach, aber wenn es nur das wäre, mir scheint, als sei der einzige Zusammenhalt unter den Pokémon in letzter Zeit in Zwietracht und Eigensinnigkeit gewichen. Hast du vielleicht eine Idee? Möchtest du in die Eiszone? Ja. Kein Problem, spring einfach auf. Okay. Geil. Es gab zwar auch noch Krabi in der Landzone, aber das sind ja auch nicht alles so plott, Mann. Lassen wir uns einfach mal etwas übrig. Wenn wir dann die Grünzone durch haben, dann können wir uns damit beschäftigen, dass wir immer wieder in der Strandzone backtracken. Geil, ab in die nächste Zone. Ich meine mich auch erinnern zu können, dass es hier Frostettchen gab, oder? Ich glaube, das kann richtig cool werden. Willkommen in der Eiszone. Hoffentlich gelingt es dir, Empoleon zu begegnen. Er befindet sich auf der anderen Seite des Tores, am oberen Ende des mittleren Anstiegs. Richte ihm schöne Grüße von mir aus, wenn du ihn triffst. Sprich mich einfach an, wenn du in die Strandzone zurückkehren möchtest. Eine erneute Fahrt über das Meer mit dir wird sicherlich auch das Band unserer Freundschaft stärken. Okay. Oh, hier ist auch ein Krabi. Cool. Einladung eines Freundes aus der Strandzone hergekommen. Hier ist es so kalt, dass einem entsprechend beinahe der Atem gefriert. In der Magmazone soll es einen Schmelzofen geben, mit dem man Eisen im Nu verflüssigen kann. Willst du nicht Fang spielen? Ja. Seemops! Seemops! Ich will auch Seemopse. Was? Danke fürs Blocken, Seemops! Geil. Was macht der für Geräusche? So, der arbeitet an seiner Schnelligkeit sehr schön. Kann gleich noch eine Runde kommen. In dem Schmelzofen habe ich noch was im Kopf. Da hat, glaube ich, irgendwas Hübi abgefuckt, oder? Ich habe das Spiel nur so halb gesehen, okay? Also ich weiß nicht alles. Ich kann mich nur daran erinnern, dass hier in der Zone Frostettje irgendwie war. Weil Frostettje finde ich persönlich auch sehr cool, deswegen habe ich mir das irgendwie gemerkt. Ja. Vielen Dank. Ist das schon wieder Robi? Haben wir aber schon, oder? Hallo? Komm, an solch kalten Orten fällt es einem leicht, einen kühlen Kopf zu bewahren, aber hast du schon von der Magmazone hier im Pokepark gehört? Geht man ja schon ins Schwitzen, wenn man den Namen bloß hört. Du möchtest Fang mit mir spielen? Na, nochmal Fang. Und lass uns anfangen. Der ist flink unterwegs. Zweitmal wird es dann wahrscheinlich noch schlimmer. Den Plauderger haben wir gerade gesehen. Können wir uns vielleicht doch noch mit ihm anfreunden? Meine haben wir schon, aber für eine noch stärkere Freundschaft wäre schon geil. Und wir haben fast wieder 1000 Beeren. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viel die fürs nächste Upgrade überhaupt wollen. Also für mehr KP wollten die 1000. Allerdings
Wie ich meine, meine KP gerade nicht erhöhen. Ich glaube, ich würde lieber wieder meine Geschwindigkeit erhöhen. Ist mir wichtiger. Weil, wenn ich gut spiele, dann kann ich das ausgleichen mit den KP, aber die Geschwindigkeit, die kann ich nicht irgendwie ausgleichen, also. Zumindest nur extrem schwer für mich. Würde ich mehr so meine Schwächen verbessern als meine Stärken, ne? Ja. Also, wo war Plaudergei? Hier drüben. Ah, hast du dich schon mit Lapras kurz geschossen? Wenn du zum Podium willst, musst du in den Hügel in der Mitte hinauf und an Keifel, dem Torwächter, vorbei. Haben wir uns mit dir jetzt schon angefreundet? Nee. Hast du gehört, dass Empoleon Mammut ins Eis gehüllt hat? Jeder hier macht sich Sorgen um die beiden. Du möchtest einen Wettstreit, wie wär's damit verstecken? Das Verstecken spielen. Schön, dann werde ich mich mal verstecken gehen. Wie soll man sich hier verstecken? In der Kiste vielleicht? Oder hier. Das geht natürlich auch. Wie konntest du mich noch finden? Ist der wegen Verstecken nicht schon auf Regenbogen? Ja, oder? Hydrobi? Hydrobi? Ja, Hydrobi ist schon auf Regenbogen. Aquana allerdings noch nicht. Hatte ich da wieder aufgehört, weil ich zu langsam war? Das wird es gewesen sein, oder? Denke ich mal. Geht's denn hier lang? Ah, hier müsste auch irgendwo Frostädtchen sein, dachte ich. Okay, anscheinend doch nicht. Vielleicht erst spät. Glaziola! Glaziola mag ich auch. Glaziola! Du hast aber viele Freunde. Das Band der Freundschaft glitzert so wunderschön wie Schneekristalle. Mitunter ist es aber auch so vergänglich wie eine weiße Pracht, die in der Sonne dahinschmilzt. Doch die Erinnerung daran bleibt dein kostbarer Besitz. Aber jetzt geht's mir doch gleich viel besser. Glaziola. Hast du Lust auf einen Wettstreit mit mir? Lass uns Fang spielen. Jo, bist du bereit? Lass uns anfangen. Ja, da müssten wir inzwischen schnell genug für sein. Was? Der Zola friert uns ein. Oder zumindest versucht die, glaube ich, uns das Blickfeld zu erschweren. Okay, finde ich cool. Ja, du hast mich erwischt. Solchen guten Gegner habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Lass uns Freunde sein. Ja. Machen wir doch gleich noch eine Runde. Diesmal könnte es schwer werden. Weil ich glaube, dieses Sichtverdecken, das macht mir persönlich jetzt, glaube ich, nicht so viel aus. Ach, diesmal gehst du einen anderen Weg, okay. Ein bisschen engeren, damit ich... Ja, ich glaube, ich kann da ehrlich gesagt eh nicht ausweichen. Ich glaube, wir sind schneller. Oh, Junge. John, yes. Geil. Flick's nochmal, ich bin eine schlechte Verliererin. Okay, geil. Helia würde mich auch noch interessieren. Je mehr man den Eisbaum schmückt, desto schöner wird er. Möchte das denn niemand tun? Was denn? Betoge? Betoge hat Geschenke für dich. Okay. Verschenkt Betoge dir Schmuck für den Eisbaum. Prüf diesen, sobald du das Geschenk erhalten hast. Ja, wo genau ist... Wo, wo ist Betoge? Hier. Otoge. Also, wenn du ein Freund von Seemaps bist, dann gebe ich dir ein Geschenk. Möge dein Schambing geschliffener Edelstein strahlen. So geh damit zum Eisbaum und prüf ihn. Geh. Shiggy? Shiggy will den Eisbaum sehen. Okay. Der Eisbaum sieht sehr schön aus. Schmeck ihn doch noch etwas. Ja, hast du Bock, Botogel? Mit Teddy Ursa befreundet bist, gebe ich dir ein Geschenk. Ach, den hatten wir schon gesehen. Der war, glaube ich, am Anfang. Jetzt mehr oder weniger ignoriert, aber... Naja, was ist gerade gespawnt? Shiggy. Wo ist Shiggy?
Aber ich habe keine Ahnung, wo Shiggy gespawnt ist. Egal, Artillerie. Ach, da ist Shiggy. Das heißt, er sei die Versöhnung von Garados und dem Pagata zu verlangen, stimmt das? Deshalb, wo du doch kaum größer bist als ich, das ist kaum zu fassen. Hey, lass uns kämpfen. Na gut, lass uns gleich anfangen. Okay, dann packen wir den noch, der hat nur zwei Lebensleisten, packen wir den noch auf Rainbow und dann soll es Rode gewesen sein. Wo wir den noch nicht ganz killen können. Kann ja aber hier stehen bleiben. Nee. So. Sehr schön. Bist du stark wie erwartet? Lass uns Freunde sein. Wenn viele Freunde finden, wollen wir bald wieder spielen? Ja. Mal gucken. Vielleicht kannst du auch an irgendwelchen Spielen teilnehmen. Ich glaube, an dem von Garados konntest du nicht teilnehmen. Oh, da bin ich getroffen. Oh, egal. Wir leiden darunter nicht so sehr wie er. Ja. Sehr schön. Mit Shiggy haben wir uns jetzt noch angefreundet. Wir haben inzwischen 53 Freunde von 193. Geil. Ja, sind auch ganz gut mit den Bären dabei. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann die Eiszone hier nochmal etwas genauer an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.